Viva la revolución. Sie haben das Richtige getan. Sag ich doch. 4 Punkte, 3 Punkte. Ausgeschafft. Und dann ist der 8. Teil von Tropico 6 beendet. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Oh, geil. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Sie haben das Richtige. Na, altes Haus. Bis jetzt ist unsere Revolution. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Sie mit Ihren Anliegen, wir werden Sie stürzen, Klausen. Sie sind nämlich auf dem Senkel hier. Erledigt. Das Volk von Tropico liebt euch fast so sehr, wie ich euch liebe, Gouverneur. Wir haben einen vorzüglichen Geschmack. Sag nichts Falsches hier, ja? Eine muntere kleine Kolonie haben wir da, was? Wir werden versuchen, ihre Laune nicht völlig zu ruinieren. Überleben Sie den Angriff der Krone? Ist das jetzt nicht mal ernst? Jetzt greifen die mich an? Schon lustig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gouverneur. Das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicher. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel, die zweckmäßig bis jetzt ist unsere Revolution. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um heraus... Thank you.
Na, bravo. Jetzt kommen sie. Na, bravo. Leute, jetzt ab, Junge. Ich weiß nicht, was kommt hier. Das ist die Krone. Mit einem Boot kommt die. Die werden zerpflückt von mir. Ne, zwei Boote. Ach, nun hör mal auf, Alter. Erledigt. Ich schätze, für einen Haufen Wilder haben sie sich ganz gut geschlagen. Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. Gouverneur, ich berichte voller Stolz. Ich bin froh, dass unsere Verteidigung sichergestellt ist. Und ich danke Ihnen für die Beförderung. Ich muss der weltweit erste Piraten genannt. Ich schätze, für einen Haufen Wilder. Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. El Presidente. El Dente. Ich bin der Brock. Es gab einige Möglichkeiten. Gouverneur, ich bericht. Ich bin froh, dass... Ich bin froh. Schiffe explodieren. Alter, wir müssen mal rumkommen, ja. Insel Tortuga, ja. Wichtig ist natürlich auch, wie viele Leute auf der Straße sitzen, ja. Zufriedenheit, denkt daran. Feuer, Arbeitsplätze, 7, Arbeitslos, 27, naja. Das sind nicht mehr hier sein. Obdachlos, 3, naja. Thank you.
haben wir eigentlich? Die Insel geht unter, wir haben Schultern. Scheiße. Kostenlos ruhen. Klar, nicht hin. Vergesst also nicht, wenn ihr fliegende Autos wollt, dann seid wachsam und kauft Kriegsanleihen. Ich hatte wieder diesen Albtraum, Präsident. Entschuldigen Sie, Präsident. Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. Wären Sie hier? Zähne, das wäre eine schlechte Entwicklung. In die Klinik. Mann, warum kann ich das denn nicht bauen? Das ist mega wichtig. Präsidente, die Arbeiter haben ein Anliegen.
Einige sagen, das Vaterland sei unvollkommen, solange... Ich habe gesehen. Es wurde bestätigt, dass unser geliebtes Maskottchen, Captain Tropico, auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Moral, ahoi! Gesundheitsversorgung, ich mache doch schön. Muss einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen leisten, altes Haus. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer Sie sind. Ich habe nicht mal eine Botschaft, Herr Martian. Gibt's nicht. Das ist Tortuga. Rechtsfreier Raum. Euer Urteilsvermögen ist unfehlbar, Präsidente. Aber... Jeder hat Freunde, nicht wahr, Press? Und Freunden sollte man helfen, oder? Thank you.
sprechen. Ach, leider. Wie kriege ich hier Vegetation hin? Einnahmequelle Nummer 1. Oh mein Gott.
das mal gut geht, ja. Präsidente, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen Handlanger, den Sie mit unförmigen Objekten bewerfen können? Halt still, Wolfgang! Bleib stehen! Unsere Genossin freut. Wären Sie hier am... Nein. So, jetzt haben wir ein bisschen Nahrung nochmal. Jeder muss einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen leisten, alter Sack. Wir wollen ja nicht auf vorne, ja. Ich habe noch eine Bude frei. Wären Sie hier?
kosten die Kippen gleich 100 Euro, das sagt er. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Residente. Es gab einigen. Wo ist denn die Ware, Leute? Mach die Mitte voll. Brauchen Überschüsse. Ohne Überschüsse kein Wachstum. Hier alle Boote drinnen. Komm, such Fischer. Ihr Typen. Spaß. Wir klingen. Uff. 45% nähe ich mich auf der Insel. 45%. Wären Sie hier? Nein. Fleisch haben wir doch. Ich verstehe das ja nicht. Ich bin mir sicher, dass die... Jetzt kommt Ware rein. Jawohl. So muss das laufen. So muss das laufen. Wir werden gleich Möbelfabrik bauen. Eine Möbelfabrik bauen. Der Sieg gehört euch, Präsidente. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Thank you.
du diese Person so oft eingehen? Du kannst ja schön einkaufen. Das ist ein Roll, die auch schön. Attacke, ja. Es gab ein. Präsidente! Was braucht man? Tabak. Tabak ist wichtig. Tabak ist mein Glas. Und Arbeitsplätze. Ja, nein, da haben wir gleich wieder eine Stunde aufgenommen. Machen wir gleich Cut vor. 5 Minuten. Keine Straße, was ist denn das für ein Beschmuh hier? Verarschen könnt ihr mich ja nicht. Kann ich nicht erwähnen. Sagen, dass das nicht hier reingeht. Ey, jetzt habe ich die ganze Kohle aus hier. Warum passt das nicht? Ich möchte. Ja, das gibt es einfach nicht. Das ist eine bodenlose Frechheit hier, wirklich. Kann man die da hinstellen? Tabak. Da haben wir doch Tabak. Latsch mal drüber drüben. Den haben wir exportiert. Machen wir Rohr und fertig. Scheuchte Hühner. Hier ist eine Tabakplantage daneben. Das gibt's so nicht. Das ist
Jawohl. Frührenten. Da gibt es einige, zu denen könnte ich auch sagen, Frührenten. Wären Sie hier? Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eines. Knacke voll die Klinik. Was ist hier los? Oh mein Gott. Ast, nein. Präsidente, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen Handlanger, den Sie mit unförmigen Objekten bewerfen können? Hey. Halt still, Wolfgang! Bleib stehen! So frech hier. Es gab eine... Thank you.
Ich habe... Tabak, wir brauchen Tabak. Rohmaterial. Das ist aber, ne? Präsidentes Lieblingssender. Wir, was steht da? Lieben, wir lieben Präsidente von ganzem Herzen. Verfluchte Axt. Stimmt ja. Brauchen wir Strom? Oh nein. Hab ich nicht mitgedacht. Verlangen nach... Wir machen schon das Wahre. Wir machen schon das Wahre.